Hallo, meine lieben Pokémon-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen UPP-Teambuilding auf meinem Kanal. Was geht ab, Leute? Wir kämpfen gegen Belex. Wir stehen ja aktuell, Spoiler, 0 zu 4. Mwah, delicious. Aber ich werde natürlich nicht aufgeben. Present hat zu mir gesagt, yo, deine Schwäche liegt darin, dass du versuchst, mit deinem Team Sachen zu checken. That's the problem. Deswegen gehen wir darauf jetzt heute ein F. Und wir werden heute böllern, okay? Und ihr seht auch schon oben mein Team, was ich mitbringe. Ich gehe erstmal die Mons mit, die ich nicht mit habe. Da haben wir als erstes mal Tedit. Ich finde mein Tedit alleine gegen Krypux so fucking useless. Wir können kein Stored Power Body Press Shit machen. Sticky Webs lohnen sich nicht so wirklich gegen ihn, weil die schnellen Pokémon bei ihm, die wirklich, wirklich schnell sind, wie in Form von Frigomet und Ninjas, die fliegen halt. Und deswegen juckt es halt einfach nicht. Dann haben wir Kotomi nicht mit, weil ich mich für Togetic als Defog entschieden habe, weil Feuer-Moves sehr, sehr gut gegen Belex sind, weil sein einziger Feuer-Switchen ist Amoroso. Und dementsprechend, Kotomi hat keine Feuerattacke und Togetic schon. Und Togetic hat natürlich Toxic, was hier so ein kleiner Vorteil ist. Dann habe ich Britzige nicht mitgenommen, weil ich keine Hazards decken wollte, weil ich hatte überlegt, mit irgendwas so Defiant oder so zu aktivieren. Ich hatte auch überlegt, Gladianski mitzunehmen oder halt Legios mit Defiant mitzunehmen. Aber juckt halt auch nicht, weil er hat keine Defogger. Also er hat halt eigentlich nur Spinner, weil mit Frigomeski und Rotomorph kann er halt spinnen. Dementsprechend habe ich mich auch nicht für Britzig entschieden. Das ist auch der Grund, warum ich nicht für Gladianski entschieden habe. Wie schon gesagt, ich habe so überlegt, so die feinen Sachen zu machen, aber hat sich einfach nicht angeboten. Und ansonsten finde ich Gladianski eher mäßig. So, die anderen 6 Pokémon haben wir mitgenommen. Ich möchte euch heute zeigen, was wir hier so zocken. Wie gesagt, heute ist Böllern angesagt. Wir haben als allererstes Vulnona, was gespeedcreept ist, auf Togedemaru. Togedemaru kommt auf 162 Speed. Er hat ja eine Base Unit von 96. Die einzigen Monster, die schneller als ich sind, sind Frigometri und Ninjask. Und ja, wir drücken halt einfach Overheat. Also wir drücken halt einfach, in den meisten Fällen drücken wir Overheat. Sein Switch wäre hier natürlich Amoroso. Und Dark Pulse habe ich noch für Morbitest, weil der potenziell auch ein bisschen was besser tanken könnte. Oder halt eben Hitzschutz Bronzel. Dafür haben wir Dark Pulse mit. Aber in der Regel drücken wir eigentlich Overheat und böllern einfach so dick rein. Holy shit. Ja, ist relativ selbsterklärend, glaube ich. Ansonsten nichts Besonderes. Dasselbe geht natürlich auch für Kisame. Sein Wasserswitchen ist Lamelux. Das ist auch sein einziger Wasserswitchen hier. Und dafür haben wir Ice Fang. Ich wünschte, Baskinen hätte Poison Jab. Also eine Giftattacke oder so. Oder wenigstens Iron Head oder so. Aber unser bester Move ist tatsächlich Ice Fang. Ice Beam lohnt sich nicht, weil Lamelux schon von Natur aus eine bessere spezielle Defensive hat, anstatt eine physische Defensive. Er wird ihn wahrscheinlich trotzdem Fist Step spielen, aber das nimmt sich da halt nicht viel. Und dann gehe ich halt lieber für die komplett physische Offensive mit Ice Fang, um Lamelux halt einfach auch sehr effektiv zu treffen. Dann natürlich unsere 3 Water Steps. Er hat halt wenigstens keine Water Immunity in Form von H2O Absorber oder so. Und wie gesagt, die einzigen Monster, die schneller als ich sind, sind Frigometri und Ninjas. Das heißt, gegen den Rest kann ich halt wirklich Flip-Turn ohne Ende. Und das ist auch so ein bisschen der Plan dahinter. Ich hätte gerne noch mehr Switch Advantage? Nein, Pivots. Pivots hätte ich gerne mehr. Habe ich aber leider nicht. Hat sich nicht so richtig angeboten. Genauso wie leider auch kein Battle Pass auf Togetic. Aber ja, ich hätte gerne noch einen defensiveren Pivot mitgenommen. Das fehlt mir irgendwie in letzter Zeit immer bei meinen Teams, habe ich so das Gefühl. Defensive Pivots. Muss ich mir beim nächsten Draft mal merken. Naja, auf jeden Fall ist das, wie gesagt, unser Kisame, unser Barschuft. Das habe ich halt schon 50 Mal so gespielt, aber du hast halt nicht so die hundertprozentigen Optionen auf Baskinen. Aber es ist auch nicht schlecht, ne? Also verstehe mich nicht falsch, es ist natürlich auch nicht schlecht, das Zocken. Dann haben wir, wie gesagt, Togetic mit Defog, Roost, Toxic und Heatwave als physische Defensive. Ja, habe ich halt wie schon gesagt, der soll halt auch nichts checken. Der soll einfach nur guten Gewissens defoggen können und mal vielleicht sogar einen Fakeout von Kangama reinkommen oder so. Und danach irgendwas Toxic oder halt einfach Heatwave drücken, weil wir mit Heatwave Togedemaru, Frigometri, Lamelux, Bronzel und Ninjas sehr effektiv hitten. Besonders wichtig war es für mich auf Bronzel, weil wir den Rest natürlich toxicen können. Ja, eigentlich auch relativ selbsterklärend. Und wir haben natürlich durch Serene Grace die 20-prozentige Burn-Chance, was ich ganz cool finde. Ich glaube, lohnt sich sonst irgendwas anderes? Super Luck, weiß ich nicht. Da habe ich lieber die 20-prozentige Burn-Chance als die erhöhte Crit Rate. So. Okay. Dementsprechend ja, physisch defensiv, weil ich einfach später bei Reiser eher als spezielle Defensive in dem Team hier haben will. Aber seht ihr später, was ich damit meine.
Und deswegen hier bis Death Togetic. Dann haben wir, wie gesagt, er hat keinen Feuer-Switch in 100%. Der einzige ist Amoroso. Deswegen spielen wir Life Orb, Fire Punch, Stradigon. Auch hier Life Orb, Vortex. Einfach böllern. Gar kein... Nicht überlegen, mich zu Setup oder so. Gar nichts, Alter. Direkt Fire Punch drücken oder Earthquake, falls ich denke, Amoroso kommt rein. Drangclaw ist mein bester Drachenangriff. Gangshot, falls ich damit Lux direkt umboxen will. Gar nicht lange drüber nachdenken, sondern einfach Knöpfchen drücken und böllern. Das ist, wie gesagt, die Devise. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Vielleicht fahre ich damit noch voll gegen die Wand, aber ich muss halt versuchen, jetzt so ein bisschen zu adaptieren, mich ein bisschen anzupassen. Und ich passe mich jetzt an, indem ich einfach reinböllere. Ja, so viel dazu. Ich weiß nicht, ob es sich eventuell noch ein Kampf-Move lohnt, aber ich glaube, Fire Punch reicht halt leider nicht für Lamelux. Ist das Problem. Das ist das Problemchen. Ein Kampf-Move wäre natürlich schon noch geil für Kangama. Der könnte natürlich Rest Talk oder AV oder sowas sein. Mit Frühwecker und allem drum dran. Weiß ich nicht so genau. Weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Eigentlich bin ich relativ zufrieden mit dem Sets, wie es hat. Vielleicht Outrage über Dragonclaw habe ich schon drüber nachgedacht. Maybe. Ich weiß ja was, Leute, Alter. Wisst ihr, wenn ich schon böller, dann böller ich auch richtig. Deswegen fahren wir Outrage auf Dradigon. Und dann böllern wir richtig, okay? Wir böllern richtig. Ja. Ist besser wahrscheinlich für Kangama, wenn wir Outrage zocken. Als nächstes haben wir Phalanx. Der hat den Focus Sash, der ist dazu da. Der ist auch gespeedcreeped. Also theoretisch gesehen ist Fullspeed Rote Move und Fullspeed Mobitest schneller als ich. Vor denen habe ich aber nicht so hundertprozentig viel Angst. Denn Phalanx ist gespeedcreeped auf Fullspeed Amoroso. Okay? Und der ist auch dafür da. Hazards, wie gesagt, muss ich weghalten. Ist auch sowieso wichtig für Valraiser und für Vulnona, dass ich die Hazards weghalte. Aber der ist dafür da, um Shell Smash Amoroso am Sweepen zu denyen. Okay? Dafür ist er legit da. Man könnte auf First Impression irgendwas damit machen, aber ich dachte mir, komm, Focus Sash, Close Combat, Four Attacks wieder, zack, 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 böllern, 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 böllern. Ich muss so ein bisschen aufpassen, dass mich dieses Grip-Punkt nicht so krass unter Druck setzt. Mit diesem Falling Set ist natürlich klar, da habe ich mein bester Angriff ist halt einfach Throw Chop dagegen und das wird halt Zero machen. Besonders sowas wie Calm Mind, Sub Grip-Punkt oder so. Könnte sehr, sehr nervig sein mit Shadow Ball und Dark Pulse. Aber ja, dafür habe ich auch noch Sachen. Mehr oder weniger. Also ich sag, das wäre schon ein bisschen terrible. Da muss ich ein bisschen gut spielen. Aber der ist, wie gesagt, potenziell für Amoroso da. Alright. Gut, so viel zu unserem Phalanx-Set. Aber auch so, das kann der Fokus-Grund natürlich so lange intakt. Das kann natürlich auch sehr, sehr gut sein. Ich habe mir auch schon überlegt, dass er eventuell Hazards einfach auf Amoroso spielen kann und gut ist. Als nächstes oder als letztes haben wir Assault Vest bei Reiser mit Surfer und Ice Beam, unsere beiden Stabs. Und Earthquake für Togetic Maru, falls es dazu kommen sollte, dass wir gegen den EQ drücken. Und Superfang, weil der kann Superfang. Ich meine, schaut euch seine Zähne an, der kann Superfang. Und das ist richtig gut gegen sowas wie AV Kangama, falls ihr den da reinschickt. Oder auch gegen Amoroso, der keine Recovery hat. Oder auch gegen sowas wie Lamelux, würde ich halt wahrscheinlich trotzdem mehr Ice Beam drücken. Oder gegen sowas wie Bronzel, oder gegen Morbites, oder Frigometri. Ja, diese Pokémon ist Superfang tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Und der kann richtig viel Schaden anrichten mit Surfer und Ice Beam, keine Frage. Earthquake geht halt, ist halt wie gesagt nur für Togedemaru da. Und ansonsten mit Superfang halt einfach zack, 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 zack. Ist auch kein Switch-In in dem Sinne. Also ich habe mir jetzt nicht dabei gedacht, yo, der checkt den oder der kommt gegen den rein. Sondern den kann ich halt einfach so, falls er mal schippt oder so, kann ich den halt einfach da reinschicken. So ohne Bedenken. Natürlich kann ich den auch als Switch-In teilweise nutzen. Ich meine, er hat jetzt nicht die krasse Spezialoffensive, aber auf so einen Morbitest kann ich halt auch mal bei Reise reinholen. Versteht ihr, wie ich meine? Oder auf dem Kripo kann ich dann auch mal bei Reise reinholen. So viel dazu. Komplett speziell offensiv. Wird interesting. Das ist unser Team. Ich bin gespannt, ob wir mit der Strategie hier besser fahren werden. Es wird Zeit für einen Umbruch. Und ja, ich kämpfe morgen gegen Belex. Und am Sonntag kommt der Kampf für euch online. Ich bin sehr gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie gesagt, was ihr von dem Team haltet. Ob ich damit Erfolg haben werde oder nicht. Was ihr denkt. Und ich hoffe, euch hat das Teambuilding gefallen. Wenn ihr das auf jeden Fall sehr gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.